Wir sind der SC, SC Potsdam. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir sind's wieder, eure Praktikanten vom Offline, Tim und ich, Altai. So, wir haben heute mal wieder ein neues Spiel mitgebracht, und zwar Romy. Dafür braucht ihr nicht viel. Ja, was ihr braucht, sind zwei Kartenstapel mit jeweils 52 Karten und drei Jokern, das insgesamt 110 Karten ergibt. Bevor wir aber anfangen, erstmal Hände desinfizieren. So. Dann werden wir wieder, wie eigentlich bei jedem Kartenspiel, die Karten einmal ordentlich durchgemischt. Da Tim sich vorher schon gemischt hat, brauche ich nicht so viel mischen. So, dann werden die Karten ausgeteilt. Jeder bekommt 12 Karten. So. Jetzt genau. Wirklich am Zimmer weiter. Genau. Ziel des Spiels ist es, alle seine Handkarten loszuwerden. Wer dies als erstes schafft, hat das Spiel gewonnen. Genau. Ausgelegt werden kann mit 30 Punkten. Die Wertigkeit der Karten steht wie bei den meisten Spielen auf den Karten. Heißt, die Zahlen zählen so viel, wie auch draufsteht. Die 9, also 9, die 2, 2 und so weiter. Die Bilder, also Bube, Dame, König, zählen jeweils 10. Und die Asse 11. Genau, so kann ausgelegt werden. Ausgelegt werden kann entweder mit einer Straße, mit einer sogenannten Straße, heißt zum Beispiel 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Dies muss aber dann von der gleichen Sorte sein, heißt zum Beispiel von Kreuz oder von Karo. Es kann auch ausgelegt werden mit 3 oder 4 gleichen Karten. Oder natürlich auch mit zwei gleichen Karten und einem Joker dran. Also zum Beispiel drei Könige oder drei Damen. Da muss jedoch darauf geachtet werden, dass keine Karte dort doppelt liegen darf. Also es darf jetzt kein Herzkönig doppelt dort liegen. Genau. So, da ich angefangen habe mit Austeilen, fängt Tim an mit Ziehen. Genau, ich ziehe ihm eine Karte. Und... Genau, schmeiße dann noch eine weg. So, jetzt, da jetzt hier zwei Stapel sind, darf ich entscheiden, ob ich jetzt die Karte hier nehme, die Tim abgelegt hat, oder ob ich eine neue Karte ziehe. In dem Fall ziehe ich eine neue Karte. Und muss eine andere ablegen. So, ich ziehe eine neue Karte. Und... kann immer noch nicht auflegen, daher lege ich eine ab wieder. Genau, ich bin jetzt so weit, dass ich auslegen kann. Heißt, ich lege die Karten aus. Das sind jetzt 27, das heißt, es ist noch nicht genug. Und deswegen lege ich hier noch einen Joker an. So, jetzt habe ich ausgelegt und schmeiße jetzt die Karte weg. Ziehe wieder und beende wieder meinen Zug. Genau, also ich denke, ihr habt das Spiel verstanden. Wir müssen jetzt nicht das komplette Spiel zu Ende spielen. Das wäre jetzt ein bisschen langwierig. Und genau, also so funktioniert es. Wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, gewonnen hat, wer zuerst alle seine Handkarten losgeworden ist. Wichtig ist jedoch, dass man am Ende, wenn man seinen letzten Karten auslegt, noch eine Karte übrig haben muss, die man auf den Stapel wegschmeißt. Genau, man kann aber auch bei den anderen mit anlegen. Zum Beispiel hätte ich auslegen können, vorher hätte ich auch hier bei Tim anlegen können. Man kann bei jedem Spiel anlegen, genau.
Aber wichtig ist, man kann auch nur bei den anderen anlegen, wenn man selbst schon ausgelegt hat mit seinen 30 Punkten. Genau. Genau. Das war's mit dem Spiel. Ich hoffe, ihr habt es verstanden, wie gesagt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns hier immer kontaktieren per Mail, per Instagram oder auf Facebook. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dem Spiel und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Wir sind der SC Podstar.